Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, wir machen mal weiter mit dem Schwarzwald, mit dem Rothaus. Und zwar haben wir jetzt hier das Schwarzwald-Maidle. Gestern das Eiszäpfle, ja, jetzt haben wir ein Maidle. Und was ist das? Ja, das ist ein Kellerbier, Freunde, und zwar ein naturtrübes. Wir kennen es noch nicht. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. 5,1% Umdrehungen hat der ganze Spaß. Mitgenommen habe ich es im Rewe Getränkemarkt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Hatten es aber tatsächlich dort stehen gehabt. Habe ich das sofort eingepackt. Und gesagt, das musst du mal vorstellen. Denn das haben wir noch nicht. Und das passt ja jetzt wirklich super als Ergänzung quasi noch im Anhang zum Eiszäpfle, was wir vom Drachen 83 haben zugeschickt bekommen. Jetzt noch mit ins Programm. Ja, Flasche wieder, Vinci-Flasche, eine kleine. Hier wieder das typische Etikett drauf, ne? Rothausbräu. Ja, wunderbar. Also, ne? So schaut's aus. Das kennen wir. Sieht doch immer ganz nett aus. Würde ich sagen, wir haben natürlich wieder Bierdurst. Also machen wir mal auf hier. So frisch aus dem Kühlschrank. Mal wieder gucken. Ich nehme mal hier das ab. Jawohl. Kapsel ist bedruckt in Rot für Rothaus. So sollte das aussehen. Fantastisch. Kommt da gleich wieder hin. Das kommt in den Mülleimer. So. Oh, die Folierung, die löst sich. Mach gleich ab, das Ding. So. Stört sie wenigstens nicht. Ja, rabiat heute, Herr Biersüffler, nicht wahr? Verrückt. So, Freunde, schauen wir mal nach hier. Also, Entspannungsverdampfung. Ja, kommt ein bisschen raus. So sollte das sein. Würde sagen, lass mal laufen. Mal sehen, was wir da Schönes bekommen. Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches. 1, 2, 2 Fingerbreite Blume, schneeweiß. Absolut feinporig, absolut kompakt. Paar Luftbläschen sind drauf. Ja, zerplatzen, begrüßen einen wunderbar. Kraterbildung bleibt aus. Ich würde sagen, aber ganz locker 90 Sekunden, Freunde. Überzeugt euch selbst. Das ist eine stabile Blume. Die sieht doch mal richtig ansprechend aus. Und wenn wir das Glas ein bisschen schwenken tun, huch, dem wird jetzt ganz schwindelig. Ja, da bleibt halt auch schön, ne? Wie heißt das jetzt hier neuerdings bei uns in der Bier-Community? Gardine. So, die Gardine geht runter. Ja, das ist natürlich die Schaumgardine mit gemeint. Ja, ist proteinhaltig halt, ne? So soll das sein. Wunderbar. So, ist ja auch schon jetzt zu so einem Insider geworden, war mit der Gardine. Naja, finde ich aber cool, den Begriff. Also ich muss auch sagen, ich finde den ganz gut. So, was haben wir denn da? Da haben wir tatsächlich ein naturtrübes Bier. Ja, das ist schön, ungefiltert, sehr schön. Sieht sehr schön aus, von der Farbe her erstaunlich hell. Schönes, ja, ich nenne es jetzt mal so ein Kellerbier. Dunkles Getreidegold. So in die Richtung würde ich da tatsächlich gehen, mit einem deutlichen cremigen Gelbstich mit drin. Doch dunkles Getreidegold mit einem, ja, eindeutigen cremigen Gelbstich mit drin. Finde ich eigentlich ganz gut. Dementsprechend saftig schaut das Ganze aus. Richtig schön tief auch, also das hat sieht alles andere als wässrig aus, ne? Also so richtig schön saftig tief, finde ich sehr schön. Schwebeteilchen entdecke ich jetzt nicht, auch keine Rückstände von der Hefe. Ich schau mal kurz eben in die Flasche, ne, sind auch nicht drin, okay, wunderbar. Und von der Karbonisierung her würde ich sagen, solider Durchschnitt, perlt gleichmäßig ab, ist jetzt nicht ein Erzeugnis von großer ästhetischer Spritzigkeit, aber jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sage, okay, das ist total die Schlaftablette da im Glas, sondern wirklich ein richtig schöner Durchschnitt. Ich muss sagen, Leute, die Blume, die hält ja immer noch. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Schaut euch das mal an hier. Da ist noch nicht mal mehr die Rede von einem Blumenteppich. Das ist einfach nochmal richtig. Das ist jetzt hier locker noch. Also locker ein halber Finger noch breit. Ja, also das ist schon beachtlich, Leute. Und so beachtlich möchte ich gerne auch dieses Bier bewerten. Von der Optik, von der Ästhetik. Das finde ich nämlich richtig appetitlich. Das spricht mich richtig an. Das hüpft mich schon fast an. Und ihr wisst, was dann immer passiert, ne? Dann sage ich immer, wenn der Wirt einen das so hinstellt, lass mal stehen, da zapf schon mal das nächste, der Kollege hier hat Bierdurst, ne? Und so möchte ich es auch bewerten. 6 von 5/6 möglichen Punkten, damit Krone-Bewertung für die Optik, für die Ästhetik. Ich finde, es ist ein fantastisches Bier. Das sieht sehr, sehr appetitlich, sehr, sehr lecker aus. Aus diesem Grund so eine hohe Bewertung. So, jetzt machen wir ein bisschen anschnuppern. Mal gucken, was das Bouquet so Schönes zu bieten hat. Wow.
Ja, erst was einen an den Kopf reinschießt, ne, durch die Nasenflügel durch, würzig, mild, kräftig. So in dieser Kombination, ne, das ist schon ordentlich würzig, aber auch ein bisschen was Mildes, so Liebliches in die Richtung, ganz klar vom Malzkörper her stammend, aber eben auch ein kräftiger Bursche, ne. Präsentiert sich schon mal wieder sehr selbstbewusst, finde ich gut. Der Hopfen ist gut ausgebildet, der ist gut geformt, der tritt sehr schön in die Nasenflügel auf, auch sehr selbstbewusst. Wobei hier der Malzkörper, ja gut, Kellerbier darf gerne mal einen stabilen Malzkörper haben, da ist nichts entgegenzusetzen. Vom Biertyp selbst her, leichte Zitronigkeit vielleicht sogar noch, vom Fruchtkörper her, wobei... hätte es hier nicht so ausgeprägt. Also doch, ich sag mal so, Malzkörper spielt ja tatsächlich eine relativ große Rolle. Sehr selbstbewusst. Und was ich sehr, sehr mag, ist der Hopfen. Also vom Bouquet her auch wunderbar. Sehr appetitlich. Macht Bock auf das Bier, Leute. Und das habe ich jetzt auch. Ihr auch, ne? Was machen wir jetzt? Genau, der Antrunk, Freunde. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Wollen wir mal. Oh, ja, das zieht sich aber weg, Leute. Das zieht sich aber auch weg, Junge. Ja, das ist genau das Richtige für die Abendstunden, ne? Gut. Antrunk. Oh. Ja, das zieht sich, Leute. Das zieht sich richtig weg, ne? Das hat einen verdammt guten Zug drauf. Hier würde ich tatsächlich von einem dynamischen Bier sprechen wollen. Das ist von den Eigenschaften her sehr, sehr dynamisch. Also es läuft in den Mundraum rein, entfaltet sich sofort und will eigentlich so zack nach hinten raus weggesüffelt werden. Also das ist so richtig so ein Durstlöscher, wie man sich ihn vorstellt. Sieht tatsächlich auch saftiger aus, als es ist. Ja, im Mundraum ist es selbst ein bisschen flüssiger. Wenn man jetzt mal so sich zurückerinnert an gestern, an das Eiszäpfle oder auch an ein anderes Kellerbier, können wir gerne ja einige aufzählen. Wir haben schon einige auf dem Kanal vorgestellt. Die waren ja doch in der Regel im Durchschnitt her immer ein bisschen, ja, ich sag's erstmal, wuchtiger, gehaltvoller. Hier kommt das Ganze ein bisschen schlanker rüber und daher wird es eben dynamisch. Und deswegen hat er so einen Zack, so einen Zug drauf, ne? Wenn richtig so jetzt eine Abendstunde ist, Feierabendbier, kommst du raus da irgendwie aus dem Betrieb, hast da so eine Flasche in der Hand, dann so zack, ups, ja, dann schon ist das Ding weg, ne? Das geht schnell, also so, dementsprechend ist das auch. Bei den Aromen selbst her erstaunlich zurückhaltend. Da hätte ich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, dass da schon noch so ein paar Spitzen beim Antrunk jetzt so zu finden sind. Gerade hier bei sowas stelle ich mir vor, wenn man jetzt so vorher bei einem Imbiss war, hat da fettige Pommes mit Mayo gegessen oder so. Ja, oder halt ein sehr herzhaftes, gewürztes Essen, meinetwegen auch beim Inder, wo ein scharfes Curry oder so eine große Rolle gespielt hat. Und dann würde man danach im Anschluss hier dieses Schwarzwald-Maidle tatsächlich trinken. Dann wirst du, glaube ich, ein Problem haben, weil dann könntest du sagen, okay, na, da merkst du ja wenig von den Aromenspitzen, also von den Nuancen, von den Einzelnen, die sich intensiv herausbilden, weil das einfach ein bisschen übertüncht wird. Und dafür ist es nicht wuchtig genug. Na, bei 5,1%, ja, da darf gerne auch mal ein bisschen Schmackes sein, da darf gerne auch ein bisschen was Gewürztes bei einem Kellerbier vorhanden sein. Das habe ich jetzt beim Antrunk hier persönlich jetzt nicht rausschmecken können. Aber das soll nichts heißen, wir tauchen da jetzt wieder mal ein bisschen tiefer ein, betreiben wir mal wieder ein bisschen Biologie hier und dann gucken wir mal, was das noch so zu bieten hat hier, ne, auf ein neues. Ja, also... Oh. Also kleinere Schlucke dankt einem das Bier tatsächlich auch. Ich möchte gleich vorweg mal einen kleinen Ratschlag, einen kleinen Pro-Tipp mal raushauen. Und zwar kühlt es nicht zu stark runter. Also 6 Grad, 7 Grad haben wir jetzt hier gerade, ist schon fast ein bisschen zu kühl. Wirkt zwar erfrischend, aber ich glaube, die Aromen, die sich da drin befinden, gerade auch die Hefenuancen, die ich gerade so ein bisschen auf der Zunge drauf hatte, habe ich extra ein bisschen gewartet mit dem Runterschlucken, auch wenn es mir schwer gefallen ist, da entfaltet sich das tatsächlich erst noch richtig. Also es muss ein bisschen Temperatur im Mundraum anziehen. Ergo, was müssen wir machen? Entweder kleinere Schlucke nehmen, Bierchen länger im Mundraum behalten, bevor man es runterschluckt,
Oder ja, vielleicht eine halbe Stunde vorher aus dem Kühlschrank nehmen, ein bisschen stehen lassen, ein bisschen Temperatur anziehen lassen, weil da kommen die Aromen tatsächlich besser zum Vorschein. So kann man es besser genießen, als wenn man es einfach nur so dynamisch runterschlucken tut, weil dann verflüchtigen sich halt die Aromen und man hat ein Problem, dann wirkt das Ganze vielleicht ein bisschen flacher. Und das wäre dem Bier tatsächlich ungerecht, weil da sind schon einige spannende Nuancen drin hier. Ja, und da fangen wir auch einmal an mit dem Malzkörper, der ist ziemlich ausgeprägt, das finde ich gut, darf beim Kellerbier auch gerne so sein. Merkt man, bringt eine leichte Lieblichkeit mit, aber auch diese schöne Getreidige, was nicht zu aufgesetzt wirkt, finde ich sehr, sehr gut. Dann geht es über in so eine Fruchtigkeit rein, die erstaunliche Säure hervorbringt. Zum Glück eine angenehme Säure, weil ihr wisst, ich mag saure Biere nicht ganz so gern. Aber hier ist es tatsächlich noch im grünen Bereich, es ist auch nicht aufgesetzt, es harmoniert ganz gut mit diesem Malzkörper, das ist ein schönes Zusammenspiel, ganz klar vom Hopfen ausgehend. Der Hopfen selbst, ja, der bringt eine gewisse Floralität mit an den Tag, allerdings jetzt auch nicht sehr ausgeprägt. Also es riecht wesentlich hopfiger tatsächlich vom Aroma-Hopfen her, als es letztendlich im Mundraum sich dann bemerkbar macht. Und von der Hefe her, die bringt dann auch nochmal so eine leichte Herbe mit nach vorne. Und diese Säure, die ganz klar auch jetzt mit diesem Fruchtkörper und mit dem Hopfen sehr, sehr gut zusammen sich arrangieren tut. Also das ist schon ein sehr, sehr schön fein abgestimmtes Bier, was nicht zu wuchtig, nicht zu gehaltvoll, sage ich mal, daherkommt. Wer ein Kellerbier erwartet, sage ich mal, was so ein bisschen gehaltvoller ist, ein bisschen wuchtiger ist, ein bisschen kräftiger, noch mehr gewürzt, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil das hier dann schon so einen ordentlichen Gang, ne, zurückhält. Ich will jetzt nicht sagen, ist ein Weiberbier, ne? Also nicht, dass er dann wieder sowas hier sagt, ne? Ah ja, wisst ihr Bescheid, ja, ne? Weiberbier hat er gesagt. So. Ja, und ja, passt aber auf jeden Fall. Also man kann das wirklich genießen. Das ist ein Genießerbier, das ist okay. In qualitativ auf jeden Fall hochwertig. Also die Säure, die hat tatsächlich schon ziemlich große Bedeutung hier drin. Ne? Das macht auf jeden Fall die Hefe auch mit aus. Dieses Zusammenspiel in der Textur, das macht sich hier, das arrangiert sich miteinander. Finde ich gut. Dem ist nichts entgegenzusetzen. Ja, kann man trinken, wunderbar. Ist erfrischend, hat einen guten Zug drauf, ist dynamisch. Vielleicht jetzt nicht so das traditionelle Kellerbier, wie man es sich vorstellt. Begründung, wie gesagt, der Wuchtigkeit und der Gehaltvolligkeit. Dennoch aber reicht es aus, um sich zu erfrischen, um ein sehr, sehr leckeres Bier zu trinken zum Feierabend oder wie auch immer. So möchte ich dann auch bewerten. Ich finde das eigentlich soweit okay. Ich möchte hier 4 von 5/6 möglichen Punkten geben. Finde ich gut. Kann man sich auch ein zweites Mal in den Einkaufswagen packen. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler. Ach so, und wenn euch das hier gefallen hat, was ich da hier fröhlich jetzt mache, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Würde ich mich freuen. Bis dann, morgen, Freunde. Ciao, ciao.